Ja, der Simon. Was schreibt der da? Hihihi. Grillbullchen ist 2018. Nein. Und das an heute noch was. Mein Lieber, was der macht da? Ja, dann muss ich gleich mal zum Alfred Office raus. Dann müssen wir was machen. Was ist denn das? Ja, Fred. Wie schaut's aus? Wo bist du schon? Wir haben's nötig, wir brauchen dich schon. Pumpen brauchen wir. Ja, passt, bin ich gleich unterwegs. Gut, servus. Liebe Firma Gerta baut. Ihr habt uns nominiert für die Grillbullsche! Ja, Wahnsinn! Wir haben uns nicht lumpen lassen, haben das mit einem 40 Grad warmen Wasser gemacht. Eine super Geschichte. Und natürlich, jetzt wollen wir natürlich auch zwei nominieren. Wir haben da Glücksengel da, das zieht aus unseren Topf, der was reichlich gefüllt ist mit Nominierungen. Schauen wir uns einmal die erste Nominierung an. Und zwar ist nominiert worden das Zementwerk Wittersdorf in Klein St. Paul im schönen Görschitztal. Lieber Peter Ramskugler, schmiert euch die Wadeln ein, in die blachen Wadeln. Schaut, dass ihr auch Badehosen habt. Wenn ihr es nicht schafft, innerhalb von 10 Tagen, schickt uns ein Jasen, ein Bier und einen Kärntner reinlegen. Prost!
Ja, die zweite Nominierung, Fischerbauer Schladming. Lieber Fischer Thomas, du und dein Team, zieht euch einmal die Badehosen an, haut euch ins Zeug, ihr habt 10 Tage Zeit. Wenn ihr es nicht schafft, freuen wir uns auf eine gute Jausen. Und last but not least wollen wir natürlich auch spenden für einen guten Zweck. Und die Firma Fertigbeton spendet 1000 Euro an die DEFTA. Die DEFTA unterstützt hilfsbedürftige Familien im ganzen Ennstal. Ist ein super Verein, ist eine super Sache und dafür wollen wir spenden. Super.